Hallo, herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Bevor wir losstarten, also möchte ich nur noch kurz erwähnen, wir sind on Discord und unbedingt also Azure Heroes Kanal besuchen. So. Und auch bevor wir starten, würde ich nur sagen, Fragen sind erwünscht. Die Fragen können wir leider nicht während des Vortrages beantworten, aber am Ende also werden wir sicher uns also so grob 10 Minuten nehmen, um die Fragen zu beantworten. Und bitte beim Fragen auch ein bisschen also Kontext geben, weil wenn man so nach 45 Minuten eine Frage liest, ist manchmal nicht schwierig eigentlich, ist manchmal schwierig zu wissen eigentlich, was der Fragende eigentlich also mit der Frage gemeint hat. Na gut, ja, starten wir also mit unserem Vortrag von Angular zu Blazor. Es handelt sich um einen Erfahrungsbericht von der Firma GuideNew, den Ben Hirschmann und ich heute mit euch also teilen wollen. Also von Angular zu Blazor, was bedeutet sie, es, warum und so weiter. Als ich damals vor, ja, glaube also 2 Jahren zum ersten Mal auf einer Konferenz über Blazor mehr gehört habe, hat der Vortragende seinen Vortrag mit diesem Bild beendet, weil damals war die Frage: Blazor, ja, ist eine experimentelle Technologie. Wird sie überhaupt überleben? Ja oder nein? Was wird mit Blazor sein? Und er hat einfach gesagt: Meine Antwort ist Winterschlaf. Also lange Hibernation. Ich werde einfach schlafen und warten, um zu sehen, was passiert. Also wird sich Blazor wirklich umsetzen oder nicht? Ja. Ich würde sagen, eine pragmatische Vorgehensweise. Aber bei GuideNew leider funktioniert sie nicht. Warum? Da wir Kunden haben, die erwarten also oft von uns, also, dass wir auch sie beraten bei der Auswahl der Technologie, oder ganz konkret, wie sie mit neuen Projekten anfangen sollten, beziehungsweise bei der Modernisierung der bestehenden Projekte, welche Richtung sollte es gehen. Also das heißt, für uns ist ein Winterschlaf keine Option. Wir haben uns lang gewusst, wir müssen uns gut über Blazor informieren, um zu sehen, ob Blazor für uns eine ernstzunehmende Alternative zu Angular war. Warum Alternative? Wir sind, kann man das so sagen, Experten in diesen zwei Bereichen, Experten schon für Angular und für .NET. So gesehen und mit beiden Technologien sind wir extrem zufrieden. So gesehen brauchen wir eigentlich keinen Umstieg also von Angular auf Blazor. Aber trotzdem haben wir uns gefragt, in welchen Situationen also wäre Blazor eine ernstzunehmende Alternative zu Angular, Blazor wie sie jetzt ist. Wir haben uns lang überlegt, wie gehen wir damit um und wie können wir wirklich fundiert also diese Frage beantworten, ist Blazor für uns eine Alternative zu Angular und wann? Und dann haben wir uns, und warum vor allem? Und bei uns ist es so, und bei unseren Kunden, der Warum ist eigentlich der Technologiebruch. Nämlich mit diesen zwei Welten, also .NET, also Microsoft.NET Angular, hat man immer einen Technologiebruch. Und die Frage ist also von Fall zu Fall, wie riskant ist dieser Sprung eigentlich, wenn man ganz konkret also von .NET also zu Angular gehen muss. Wir haben uns schon mehrmals also miterlebt. Ich werde nur zwei Geschichten also erzählen. Vor 2 Jahren, also das war damals genau 2018, war ich als Berater bei einer Firma und sie haben mit einer Webanwendung angefangen, zum ersten Mal. Das heißt, rein .NET-Entwickler, Desktop-Entwickler, das heißt die erste Webanwendung und dann noch dazu die Frage, welche Client-Technologie. Auswahl war Angular. Was interessant war, auf der Backend-Seite, Entity Framework Core, ASP.NET Core, mit dem haben sie null Probleme gehabt, obwohl sie nie eine Webanwendung gemacht haben. Mit .NET haben sie null Probleme gehabt. Es hat sie gezeigt, ich werde nicht ins Detail gehen, dass sie mit Angular schon, ja, würde sagen, spürbare Probleme gehabt haben. Und dort war der Technologiebruch also schon spürbar und dieser Sprung war überhaupt nicht einfach. Ein positives Beispiel,
eine Firma, die zur gleichen Zeit auch diesen Sprung gemacht hat, strategische Entscheidungen Richtung Angular zu gehen, aber sie haben in die Schulung investiert, also in die Ausbildung, Beratung und letztendlich jetzt 2 Jahre später haben sie richtig große Anwendungen in Angular, die super funktionieren. Das heißt, in dem Fall also war der Sprung also weniger riskant, aber hat schon was gekostet. Ja. Ein anderer Grund für uns, ob es statistisch wirklich passt für Österreich oder nicht, schwierig zu sagen, aber generell berichten unsere Kunden, dass es immer noch einfacher ist, .NET-Entwickler zu finden, als Angular-Entwickler zu finden. Und deswegen, also aus diesen zwei Gründen, haben wir uns ein bisschen überlegt, schauen wir auf Blazor eine ernstzunehmende Alternative zu Angular wäre. Und dann haben wir uns also letztendlich also für diesen Spaziergang entschieden. Wir wollten es wirklich also barfuß machen, also wirklich also richtig also den Boden also unter den Füßen spüren. Das heißt, kein Beispielsprojekt, solche gibt es genug. Wir wollten wirklich ein plakatives, also reales Projekt nehmen und dann sehen, wie wird es aussehen, also dieses Projekt also mit Blazor zu machen. So, wir haben ein konkretes bestehendes Angular-Projekt genommen und wir haben das Projekt auf Blazor portiert. Zum Glück, unser Partner Andritz, unser Kunde, hat uns dabei unterstützt. Nämlich genau, also dort haben wir ein perfektes Projekt gefunden, also das, sagen wir so, alle diese üblichen Elemente enthält, die man normalerweise mit Client-Entwicklung hat, aber trotzdem ist überschaubar und klein genug. Also wir wollten natürlich jetzt nicht eine große Anwendung portieren. Und dann kam jetzt also, haben wir ein sehr gutes Beispiel gehabt. Ja. Und das ist, was wir heute präsentieren wollen. Ganz kurz auch sehr wichtig, wenn man zwei Frameworks vergleicht, muss man natürlich also sehr aufpassen, also nach welchen Kriterien. In diesem Vergleich gibt es auch mehrere Kriterien. Ich würde nur einige auflisten. Technologie natürlich, wie gesagt, also welche Technologie hat man im Hintergrund. Performancen sind ein sehr wichtiges Thema, immer. Und Funktionsumfang natürlich. Also besonders in diesem Fall, also wo Blazor relativ jung ist, also die Frage ist, ist Blazor zum Beispiel also Funktionsumfang vergleichbar mit Angular? Aber es gibt viele andere Aspekte, ich werde nur einige auflisten, zum Beispiel also die Unterstützung. Gibt es Bücher, gibt es genug Blogposts, ist die Community da? Wie einfach also kommt man zu einer Antwort, wenn man was braucht? Hat sich das Framework in der Industrie schon etabliert? Nein, wie groß ist die Akzeptanz? Und letztendlich, also wer steht also hinter dem Framework? Im heutigen Vortrag betrachten wir im Wesentlichen nur die ersten drei Punkte. Na, gut. Ich habe viel geredet. Jetzt sollte man auch also was sehen. Also ich würde sagen, show some code. Ich möchte jetzt also gern Bernd bitten, dass er uns zeigt, wirklich, was wir gemacht haben mit dem Projekt. Bernd, bitte, wenn du fangen kannst. Danke. So, ja, hallo auch von meiner Seite. So. Es freut mich, dass ich jetzt euch ein bisschen was von unserem Code herzeigen kann und uns über unsere Erfahrungen berichten kann. Als erstes habe ich noch ein paar Slides vorbereitet und wenn ich es schaffe, die auf dem richtigen Screen anzuzeigen, dann sehen wir die auch gleich. Einen Moment. Aber jetzt. Gut, wie der Igor schon gesagt hat, wir haben einen Kunden, das ist die Firma Andritz, die eben schon seit Jahren sehr viel im Bereich .NET macht, auch mit Angular, aber eben historisch bedingt sehr viele Anwendungen derzeit noch in .NET entwickelt, mit WPF,
sehr viel auch. Und da ist eben sehr viel Know-how da und die Frage ist, ob man das eben weiterverwenden kann. Und die andere sieht es eben selbst auch als innovatives Unternehmen in dem Bereich und möchte eben auch da am aktuellen Stand der Zeit sein. Und dadurch haben wir eben gemeinsam gesagt, wir schauen uns einmal an, wie kann man eine bestehende Applikation nach Blazor portieren und dann weiterschauen, ob man das eben in weiteren Projekten auch verwenden kann. In dem konkreten Fall geht es um eine Applikation, die derzeit als WPF-Applikation im Einsatz ist. Das heißt, es ist am Desktop installiert und hat dementsprechend auch einige Einschränkungen und unter anderem auch den, dass die Anwendung derzeit nur am Standort in Graz läuft und sie soll aber dann weltweit ausgerollt werden, weil es sehr viele Standorte weltweit gibt, die diese Funktionalität auch benötigen. Deswegen war mal der erste Schritt, dass man das überhaupt neu entwickelt und das Ganze hat dann eben gestartet mit .NET Core im Backend und Angular im Frontend und hat sich dann eben jetzt dann weiterentwickelt Richtung Blazor als Experiment. Schauen wir uns ganz kurz an, was dieses Order Monitoring macht. Es geht darum, die Andritz hat sehr viele Projekte weltweit und dort müssen Produkte oder Teile bestellt werden, die benötigt werden, um eben gewisse Sachen aufzubauen oder ja, im Wesentlichen. Und um einen Überblick zu bekommen, was alles bestellt wurde, was auf Lager ist, wie viele Teile auf Lager sind, wie lang die Lieferzeiten sind und so weiter, gibt es eben dieses Order Monitoring, das diese Daten dann visualisiert und den Benutzern einfach zur Verfügung stellt. Genau, derzeit ist es so, dass es eben gesagt nur in Graz läuft, aber es soll dann eben weiter ausgerollt werden auf weitere Standorte weltweit. Und die Daten sind eben auch nicht zentral an einem Ort, sondern es gibt mehrere Datenzentren weltweit, also mehrere Regionen. Und in diesen Regionen gibt es eben SAP, wo eben im Grunde alle Geschäftsprozesse abgebildet sind. Und es gibt dann eine Data Warehouse Lösung, die auf Oracle basiert, wo eben Daten aus verschiedensten Systemen bereits zusammengetragen werden, aggregiert werden. Und diese Daten wollen wir schlussendlich abfragen. So, wie kommen wir zu diesen Daten? Das Ganze läuft eben on-prem oder on-premises. Das heißt, diese Daten werden noch weiter nicht in der Cloud sein. Die Anwendung selbst soll aber in der Azure Cloud landen, weil das immer strategische Entscheidung ist von der Andritz. Das heißt, wir müssen irgendwie auf diese Daten, die lokal sind, zugreifen. Dementsprechend müssen wir diese Daten, die lokal in den Datenzentren laufen, unsere Anwendung, die dann schlussendlich in Azure läuft, zur Verfügung stellen. Dazu haben wir in jeder Region einen Proxy geplant. Das heißt, das ist ein kleines REST-Service, was die Daten aus diesem Data Warehouse und von SAP über Services abfragt und diese dann eben als REST-Service unserer Anwendung zur Verfügung stellt. Derzeit läuft nur eine Anwendung in Graz, aber eben der nächste Schritt ist dann, dieses in weiteren Regionen auf der ganzen Welt auszurollen. So, was läuft jetzt in Azure? Wir haben eine REST-API, die auf diese Proxy-Anwendungen oder APIs zugreift. Wir haben eine SQL-Datenbank, die im Wesentlichen nicht viel speichert, aber ein paar User-Settings und weitere Informationen werden in dieser SQL-Datenbank gespeichert. Und wir haben eine Web-App, die die Angular-Applikation hostet. Das heißt, es ist bei uns üblich, dass wir unsere Angular-Applikationen auch in einem .NET Core Host laufen lassen. Im Wesentlichen geht es darum, um die Konfiguration von Azure dem Client zur Verfügung zu stellen und immer ein paar andere Kleinigkeiten. Ist nicht unbedingt notwendig, aber ist bei uns derzeit gang und gäbe, dass wir die Angular-Applikationen auch in einem .NET Core Host laufen haben. Und dann auf der Client-Seite haben wir eben dann die Angular-Applikation, die eben komplett im Browser läuft, kleinzeitig und die über diese REST-API dann Daten von den verschiedenen Data Warehouse-Lösungen und von der SQL-Datenbank abfragt
und eben den Usern anzeigt. So, das war eben der erste Schritt, den wir entwickelt haben mit Angular. Dann war die Überlegung, okay, wenn wir da jetzt Blazor dazu tun, wie würde das ausschauen? Ersten Schritt haben wir da jetzt eben Blazor WebAssembly hinzugefügt. Blazor WebAssembly läuft eben auch im Browser. Das heißt, es ist im Wesentlichen sehr ähnlich wie eine Angular-Applikation. Wir haben im Browser die Blazor-Applikation, die wiederum über die REST-API auf die anderen Daten zugreift. Und auch hier haben wir wieder eine Host-Applikation, in der die Applikation läuft. Etwas anders ist es, wenn wir jetzt Blazor Server hinzufügen. Blazor Server läuft ja zur Gänze auf dem Server. Das heißt, es ist nicht notwendig, da jetzt über eine eigene API wieder zuzugreifen, sondern wir können direkt aus der Blazor Server Applikation auf unsere Proxys und auf die Datenbank zugreifen. Zum Client hin, dort, also die Blazor Applikation läuft bei Blazor Server, wie der Name schon sagt, nicht im Client, sondern am Server, und am Client selbst läuft nur ein SignalR-Client, der quasi das gerenderte HTML vom Server auf den Client überträgt und bei Änderungen eben immer ein Update an den Client schickt. Das hört sich jetzt vielleicht sehr aufwendig an, aber es ist Microsoft gelungen, da einen relativ guten Algorithmus zu entwickeln, der eben sehr performant ist und wirklich nur sehr, ja, mit wenig Overhead die Updates vom Server zum Client schickt. Beziehungsweise umgekehrt, wenn eben Interaktion am Client passiert, diesen auch wieder zurück auf den Server schickt. Gut, so viel zur generellen Architektur. Dann schauen wir uns jetzt ein bisschen an, wie das ganze Applikation ausschaut und wie wie der Code dazu ausschaut. So, als erstes möchte ich einmal ganz kurz die Angular-Applikation herzeigen. Vielleicht ist noch ganz kurz zum Erwähnen, dieses Projekt wurde kurz vor der Corona-Krise gestartet. Und ja, wir sind auch nicht verschont geblieben und das Ganze ist jetzt etwas in Stocken geraten. Deswegen ist es ein erster Prototyp und noch keine fertige Applikation, und man kann ungefähr einen Überblick bekommen, um was es geht. Es gibt eine Startseite. Vielleicht als Information, wenn jetzt gleich ein paar Leute anfangen, den Browser aufzumachen und die URL selbst aufrufen wollen. Es ist leider nicht möglich. Das Ganze läuft hinter einer Firewall und es geht nur mit VPN. Also ihr könnt euch diesen Weg ersparen. So, was macht die Applikation? Wir haben eben die Möglichkeit, verschiedene Aufträge zu durchsuchen. Wir haben da eine History, welche Aufträge zuletzt gesucht waren, und wir haben eine Suche, wie es halt so ist mit Demonstrationen. Ich habe das gerade vorher nochmal ausprobiert. Die Suche hat leider derzeit ein Problem, aber ich kann es dann zumindest in der Angular, in der Blazor-Applikation kann ich es dann genauer herzeigen. Wenn man dann einen dieser Aufträge öffnet, kommt man zu einer Detailseite, wo man dann eben diese ganzen Daten zu diesen Aufträgen anschauen kann. Das heißt, wir haben verschiedene Aufträge, die man parallel geöffnet haben kann. Und zu jedem Auftrag gibt es eben verschiedene Listen an Daten. Für diese Demonstration sind es natürlich nur zufällig generierte Daten, aber man kann sich ungefähr vorstellen, wie das Ganze dann ausschaut. Das heißt, man hat eine Projekthierarchie und kann sich dann auch eben zu diesen Projekten dann eben einzelne Bereiche anschauen und eben diese Informationen abrufen. Gut, das ist, was im Wesentlichen die Applikation macht. Das User Interface ist, wie schon angekündigt, sehr, sehr einfach. Das meiste passiert natürlich im Hintergrund, aber es ist einmal ein guter Use Case für so eine Business-Applikation. Da ist ja ein üblicher Use Case und man kann da sehr gut sehen, ob eben Blazor hier ein Ersatz sein kann. Gut, so viel einmal zur Angular-Applikation. Und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze in Blazor ausschaut. Auch schon vorbereitet.
Hier sehen wir jetzt die Blazor Server Applikation. Das Ganze gibt es dann auch noch als Blazor WebAssembly Applikation. Und bevor wir jetzt ins Detail reingehen, möchte ich noch kurz den Code, die grobe Architektur herzeigen, wie das Ganze strukturiert ist und aufgebaut ist, damit man sich dann schon ein bisschen besser was vorstellen kann. So, wir haben hier unsere Visual Studio Solution. Gut, wie ist das ganze Projekt strukturiert? Wir haben einmal unsere Core Services, da ist die Business Logik drinnen. Wir haben unsere Data Proxies, die wir in den einzelnen Rechenzentren laufen haben. Und wir haben eben einen Datenzugriffslayer, wo wir eben auf die Daten zugreifen. Wie gesagt, alles sehr einfach, nichts Großartiges. Was vielleicht zum Erwähnen ist, komme ich später noch dazu, wir bauen unsere Services immer so, dass wir im Business Layer eine Fassade haben, die eben quasi die ganze Logik abstrahiert, die verschiedenen Manager, die wir verwenden, dann nach außen hin zur Verfügung stellt über eine einzige Fassade, damit man da eine klar definierte Schnittstelle hat. Dieses Pattern hat uns bei dem Umstieg von Angular auf Blazor sehr geholfen. Warum genau und wie das ausschaut, zeige ich dann noch später. Vielleicht dann noch das API-Projekt, eben eine ASP.NET Core REST API und unsere Controller sind da jetzt eben wirklich sehr einfach gehalten, da wir eben nur immer unsere Fassade injecten und die Fassade dann eben das Ergebnis der Fassade wieder returnen. Also die API selbst ist wirklich sehr einfach, ist eben aus dem Grund, da wir versuchen, in dem Fall die API ist ja die Schnittstelle nach außen und wir wollen diese möglichst einfach ersetzbar auch halten, weil wie man in der Vergangenheit auch gesehen hat, wenn man von alten .NET auf neues .NET updaten will, das Hauptproblem ist immer dort, wo man Abhängigkeiten von einem gewissen Framework, also in dem Fall jetzt ASP hat. Also der .NET-Code an sich ist relativ leicht zu portieren, aber wenn es darum geht, ASP-spezifischen Code zu portieren, dann ist es sehr mühsam. Deswegen wollen wir diese Schnittstelle, die oberste Schicht quasi, möglichst getrennt haben von allem anderen. Gut. Dann schauen wir uns ganz kurz die Blazor-Projekte an. Da gibt es gleich mehrere. Und zwar, wir haben einmal das Haupt-Blazor-Projekt. Um was geht es da? Also wir wollen natürlich möglichst viel Code wiederverwenden. Ich glaube, wir werden meine Kamera dabei deaktivieren, damit man besser den Code sieht. Gut. Genau, wir wollen möglichst viel Code wiederverwenden. Das heißt, wir schauen natürlich, dass wir so gut wie alles, was nur möglich ist, zwischen Blazor Server und Blazor WebAssembly wiederverwenden. Und dieser ganze Code befindet sich dann in diesem Blazor-Projekt. Dann haben wir ein Projekt für Blazor Server. Das ist jetzt eben wirklich Blazor Server-Side, was über Signal A läuft. Dieses Projekt. Und wir haben ein Projekt für Blazor WebAssembly, das den spezifischen Teil für Blazor WebAssembly enthält. Und wir haben wieder ein Host-Projekt, wo eben nur die Blazor WebAssembly-Applikation gehostet wird und die Konfiguration gemacht wird. Sonst ist dieses Projekt aber eigentlich nicht unbedingt notwendig, aber es macht gewisse Sachen einfacher. Und auf was ich dem Vortrag gerade nicht eingehen werde. Das ist Blazor Web Window. Das ist ein experimentelles Projekt, bei dem die Applikation quasi nativ, lokal am PC läuft und in einem Web Window, Betriebssystem spezifisch ist, dann gerendert wird. Wer sich dafür interessiert, kann dazu auf GitHub schauen. Das Projekt ist Open Source, ist von einem der Program Manager von Blazor entwickelt worden und steht dort zur Verfügung, ist aber noch sehr experimentell und dementsprechend ist es für heute auch nicht
das Thema, weil es eben gesagt, noch nicht wirklich verwendbar ist. Gut, dann schauen wir uns mal an die Blazor Server Applikation, wie das ausschaut. Ich werde es noch einmal neu laden. Das ist auch wirklich live. So, das ist jetzt die Blazor Server Applikation. Es schaut gleich aus wie unsere Angular Applikation. Wir haben wieder da unsere History und wir können da jetzt danach Projekten suchen. Das heißt, wir haben jetzt da ein Suchergebnis, wo wir alle Projekte mit diesem Titel drinnen haben. Was da vielleicht zu erwähnen ist, wir verwenden da die Telerik Components, das ist eben das Telerik Grid. Telerik ist auch schon sehr früh auf diesen Blazor-Zug aufgesprungen und stellt schon sehr viele Controls zur Verfügung, die auch schon in einem sehr fortgeschrittenen Zustand sind. Das heißt, die kann man auch schon wirklich einsetzen. Natürlich sind noch nicht alle Features drinnen, aber bis zum offiziellen Release von Blazor WebAssembly im nächsten Monat soll bereits sehr viel da sein. Und ja, es wird sich auch definitiv noch viel weiterentwickeln, aber man kann die durchaus schon einsetzen. Ja, und man kann dann eben auch wieder die Details anschauen und eben, man hat die verschiedenen Listen, wo man Daten anzeigen kann. Jetzt auf den ersten Blick sieht man eigentlich keinen großen Unterschied, ob das jetzt der Angular ist, ob das Blazor Server ist oder wir werden das später sehen, Blazor WebAssembly schaut eigentlich im Wesentlichen ganz gleich aus. Wo man sieht, ist, wenn man dann in die DevTools reinschaut, machen wir das einmal auf und schauen uns vor allem den Netzwerk-Tab an. Ich werde das jetzt noch einmal neu laden. Und da fällt auf, dass sehr wenig geladen wird. Wir sehen hier paar CSS-Files, die natürlich der Browser braucht, um sie darzustellen. Es gibt ein Blazor Server.js, das eben die das Blazor Framework startet, sozusagen die Verbindung zum Server herstellt. Für Telerik gibt es ein eigenes File, das die Controls benötigen. Und das war es eigentlich im Wesentlichen. Also Bilder und CSS-Files noch. Und was wir dann sehen, es wird eine WebSocket-Verbindung aufgemacht. Wie schon gesagt, die Applikation läuft ja eigentlich am Server und nicht am Client, sondern nur das fertig gerenderte wird dann am Client angezeigt. Wenn wir uns jetzt die Socket-Verbindung mal anschauen, hier sieht man dann eben die Daten, die übertragen werden, wenn sich etwas ändert. Da sieht man schon, das sind großteils wirklich sehr kleine Diffs mit wenigen Bytes, aber man muss sagen, es kann durchaus auch größer werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel da hergehen und dann mal umschalten, ist jetzt leider ein bisschen schwer zu sehen, aber es sind dann schon ein paar KB, die da übertragen werden. Und wenn wir zum Beispiel wieder auf die Suche gehen und uns dann anschauen, was übertragen wird, wenn man danach sucht. Es ist jetzt eine Liste, es sind glaube ich über 300 Einträge, also es ist keine ewig lange Liste, aber es sind doch schon ein paar Daten, die da übertragen werden. Wenn wir uns jetzt anschauen, was direkt übertragen worden ist, dann sieht man da, dass tatsächlich 1 Megabyte an Daten nur für diese eine Liste übertragen wurde. Da merkt man dann schon, dass es, wenn es viele Benutzer sind und lange Listen, die man da überträgt, dass das durchaus ein Problem sein kann. Weil das Problem ist ja, dass das eben nicht einmal übertragen wird, wie bei anderen, bei Angular oder bei Blazor WebAssembly, wo man die Daten vielleicht dann lokal im Browser auch cached. Wenn ich jetzt nur da einmal umschalte und wieder zurückschalte, muss natürlich der komplette Diff noch einmal übertragen werden. Das heißt, ich habe da jetzt wieder einen MB übertragen, gleich wieder oben auch schon einmal, nur weil ich einmal zwischen den Tabs hin und her geschalten habe. Dazu muss man natürlich sagen, da gibt es einige Möglichkeiten, wie man das optimiert, aber im Wesentlichen, wenn man jetzt ohne besondere Optimierungen ist es so, dass man eben wirklich da achten muss, dass eben das ganze Diff immer übertragen wird und dadurch eben sehr viel Datentraffic zustande kommen kann. Gut. So viel zu Blazor Server, wie die Applikation ausschaut und was im Hintergrund passiert.
schauen wir uns vielleicht noch an, wie das Ganze mit Blazor WebAssembly ausschaut. Auch hier wieder, ich werde die Applikation noch einmal neu laden. Auf den ersten Blick schaut alles gleich aus. Wir haben wieder unsere Liste mit den Ergebnissen. Wir können dann nach Projekten suchen. Und da merkt man jetzt schon, wenn man da Suche absetzt, das dauert schon mal deutlich länger. Es ist einfach so, dass Blazor WebAssembly mit großen Datenmengen, wenn der DOM geupdatet wird, durchaus länger brauchen kann. Ist nicht immer so, aber man muss da durchaus aufpassen. Diese Liste hat jetzt doch nur über 300 Items, wie vorher schon gesagt. Und wenn das jetzt länger wird mit 1000 Items oder so, kann es durchaus sein, dass der Browser gerne mal für ein paar Sekunden einfach gar nicht mehr reagiert und hängt. Das sind Themen, wo man aufpassen muss, dass man vielleicht da mit Paging arbeitet und ja, gewisse Optimierungen vornimmt, damit eben das funktioniert. Ansonsten auch hier funktioniert mit Blazor WebAssembly eigentlich ganz gleich. Auch da jetzt vielleicht wieder spannend, wenn man mal reinschaut, was in den DevTools passiert. Schalten wir da mal den Cache aus, passt. Jetzt laden wir das ganze Ding neu. So. Das ist jetzt nicht ganz, was ich zeigen wollte. Aus irgendeinem Grund. Probieren wir es so. Laden das Ganze noch einmal. So. Jetzt sieht man schon, es sind insgesamt mehrere MB transferiert worden. Ich muss dazu sagen, das Ganze ist jetzt da eben in Azure gehostet. Das ist ein Production-Build, das heißt, es ist auch schon sehr optimiert. Ich werde das Ganze nachher noch auch lokal herzeigen, wo man eben besser sieht, was eigentlich im Hintergrund alles runtergeladen wird, wenn das jetzt eben kein gepublishedes und optimiertes Projekt ist. Gut, so viel zu Blazor WebAssembly, wie die Applikation ausschaut. Schauen wir uns vielleicht mal ganz kurz an, wie das mit dem Code-Sharing gelöst ist, damit man da möglichst viel verwenden kann, weil, wie vorher ja schon auch kurz gesagt, ich mache die Folie nochmal her, es ist ja ein großer Unterschied, ob die Applikation in Blazor Server läuft oder ob sie mit Blazor WebAssembly läuft. Einmal geht das Ganze über die REST API und einmal geht das Ganze direkt über Blazor Service, kann direkt Zugriff auf die Datenbank und auf unsere Proxys. Gut, das heißt, eigentlich passiert ganz was anderes, aber wir wollen ja trotzdem möglichst den gleichen Code verwenden. Wie haben wir das jetzt gelöst? Und zwar schaut das Ganze so aus, wie vorher schon gesagt, wir haben im Backend eine Fassade. Und wir haben eine API, die im Grunde, also eine REST API, die im Grunde diese Fassade auch nach außen hin zur Verfügung stellt für die Angular und die Blazor WebAssembly Applikation. Das heißt, wir haben jetzt da einfach einen Service erstellt. Das ist jetzt, wie gesagt, in diesem Prototyp jetzt da noch nicht so auf die Naming Conventions geachtet worden, ist einfach das iAPI Service. Und dieses Service definiert einmal alle Schnittstellen, die wir zu unserer Anwendung oder zu unserem Backend haben. Das heißt, es definiert im Grunde alles, was die REST API auch zur Verfügung stellt. Und dieses API Interface ist dann eben zweimal implementiert. Wir haben einmal die Blazor Server Applikation, wo wir unser
Interface implementiert haben. Auf der Serverseite machen wir da jetzt wieder nichts anderes. Wir injecten uns unsere Fassade und dieses API-Service ist im Grunde jetzt auch nur ein Wrapper um die Fassade, damit wir das eben dann wiederum in unserem gesharten Code injecten können. Das ist der Teil für Blazor Server und wir haben dann eben auch die Blazor WebAssembly Applikation, dort ist das Ganze auch noch einmal implementiert und dort sieht man schon, wir haben da jetzt mehrere HTTP-Services implementiert, das einmal für die allgemeine Funktionalität und einmal speziell für das Monitoring. Und dieses Interface, das IAPI-Service, gibt in dem Fall das Ergebnis dieser REST-API-Calls, die über diese HTTP-Services ausgeführt werden, zurück. Das heißt, wir können da eigentlich den kompletten Code, unsere Blazor-Applikation kann sowohl serverseitig als auch mit Blazor Server und mit Blazor WebAssembly laufen und wir können den Großteil des Codes sharen, weil wir einfach nur dieses Interface dann eben zweimal implementiert haben, um eben auf die Daten auf unterschiedlichen Wege zuzugreifen, aber im Wesentlichen funktioniert es ganz gleich über dieses Interface. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo im Code darauf zugreifen wollen, zum Beispiel wenn wir sind auf Search Page. So, dann injecten wir hier unser API-Service. Das wird eben über Dependency Injection injected. Und wenn wir ein Suchergebnis absetzen, dann können wir eben direkt dieses API-Service verwenden. Hier sieht man es, um dann eben die Methoden abzurufen. Wenn das Ganze in Blazor WebAssembly läuft, wird im Hintergrund ein HTTP-Call auf die REST-API gesendet. Wenn das Ganze in Blazor Server läuft, dann wird direkt über die Fassade eben die Datenbank abgefragt. Oder in dem Fall der Data Proxy, der in einem Rechenzentrum läuft, abgefragt. Gut. Ja, dann schauen wir uns vielleicht noch ein paar Fälle an, wie man eben Blazor und Angular vergleichen kann, was so die Unterschiede sind. Und zwar, wenn man sich, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass die meisten ungefähr wissen, wie Angular funktioniert. Und ich werde jetzt nicht zu sehr auf die Angular-Seite eingehen, ich werde mehr auf den Teil in Blazor eingehen. Das heißt, wir haben hier unsere Angular-Applikation. Ich werde trotzdem ganz kurz zum Beispiel eine Component aufmachen, damit man wieder einen Überblick hat, wie sowas ausschaut. Also wir haben hier zum Beispiel eine Angular-Component. Diese immer definiert durch dieses Attribut. Hier können wir definieren einen Selector, mit dem das Ganze dann verwendet werden kann. Wir haben eine Template-URL, wo das HTML liegt. Man kann das natürlich auch hier inline machen, man braucht kein extra File, aber in der Regel verwenden wir immer ein eigenes File. Und es gibt auch noch ein Styles-URL-File, das dann beim Kompilieren noch mit eingebunden wird und was auch über einen Shadow DOM verfügt, dass es eben nur für diese Component gültig ist. Gut, das ist so grob wie eine Angular-Komponente aufgebaut ist, also dieses referenzierte HTML-File. Sieht man dann eben da, da ist der HTML-Code, da ist unser TypeScript-Code und da zusätzlich gibt es eben noch den CSS oder in dem Fall SCSS-Code. Wie schaut so eine Component jetzt da in Blazor aus? Gehen wir zu unserem gesharten Projekt hier. Wir haben da auch einen Folder mit Components. Das heißt, man kann sich im Grunde das sehr ähnlich strukturieren wie in einer Angular-Applikation, nur dass eine dass die Components jetzt eben Blazor-Components sind. Das heißt, wir haben auch da wieder ein, zum Beispiel die Search-Result-Component. Wie funktioniert das Ganze jetzt?
In dem Fall im Vergleich zur Angular-Applikation, man braucht keinen extra Namen der Component zu vergeben, sondern es funktioniert typisiert. Das heißt, unsere Component heißt Search Result. Das heißt, wenn ich sie verwenden will, dann machen wir das gleich, schauen wir uns das kurz an, in unsere Search Component, wenn ich hier das Search Result verwenden will, dann habe ich das über den Typ, wie unsere Component heißt, bereits definiert und kann dann eben so auf die Component zugreifen, beziehungsweise die verwenden. So, was man jetzt hier sieht, wir haben da unseren HTML-Code, beziehungsweise unseren Razor-Code, Razor-Syntax, die eben HTML und C-Sharp verbindet. Und was wir da auch haben, wir haben unten einen Code-Block. Und hier ist unser C-Sharp-Code, der wirklich quasi unser, die Logik, die dann eben ausgeführt wird. Das heißt, das wäre jetzt so, wie wenn man bei Angular nur ein TypeScript-File hat und oben statt einen Referenz auf ein HTML-File reinschreibt, dann hätte man auch nur ein File. In dem Fall hat man eben auch Code und HTML in einem File. Ist natürlich Geschmackssache. Ich persönlich bin kein großer Fan, wenn man das in einem File drinnen hat. Deswegen trennen wir das Ganze in der Regel auf. Und das sieht man zum Beispiel hier bei der Search Page in dem Fall. Ist aber auch nur eine Razor Component. Haben wir da einmal unser HTML und im Hintergrund sozusagen wie ein Code Behind File, ein C-Sharp File, das den gleichen Namen hat, plus wie die Component, plus die CS Extension. Und man sieht schon, es ist eine Partial Class, die den gleichen Namen hat wie die Component. Und dementsprechend kann man hier auch jetzt seinen C-Sharp-Code schreiben. Und das wird dann beim Kompilieren eben mit dem Code, der im HTML geschrieben ist, zusammengefügt. Gut, das war so, wie die Components funktionieren. Ich wurde schon informiert, wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Zwei Punkte möchte ich trotzdem noch kurz herzeigen. Über ein paar andere können wir kurz drüber fliegen. Und zwar haben wir das Routing, ist es noch ein so ein Thema, was derzeit noch sehr eingeschränkt funktioniert. Also wie man schon gesehen hat, wir haben da Pages. Pages sind nichts anderes als Components mit einem Unterschied. Und zwar, es gibt dieses AddPage-Attribut. Und das definiert eigentlich am Pfad, über den die Component erreichbar ist. Wer Angular kennt, der weiß, dass dort das Routing in ein eigenes Modul ausgelagert wird und wesentlich flexibler ist. Was hier zum Beispiel nicht geht in Blazor ist, dass man eben dynamische Routen baut oder eine Route und eine andere Route reinhängt. Das ist derzeit so nicht möglich und es wird auch bis zum Release nächstes Monat, da wird sich nichts mehr ändern, sondern das ist erst geplant für das nächste Release, frühestens mit .NET 5 im Herbst. Das heißt, das Routing ist derzeit wirklich sehr eingeschränkt, was Angular betrifft, was Blazor betrifft. Man muss das wirklich hier einzeln definieren. Wo ist noch ein großer Unterschied? Wenn man mit Styles und anderen Assets arbeitet, von Angular kennt man es, dass man mit Webpack arbeitet, wo die ganzen Ressourcen dann überarbeitet und dann eben konvertiert, also von SCSS zum Beispiel in CSS werden. Hier haben wir das Ganze nicht. Wir haben eigentlich nur MS-Build, das den ganzen Build übernimmt und da gibt es kein Webpack. Man kann natürlich das mit Webpack oder anderen Tools kombinieren, ist aber nicht unbedingt notwendig. In unserem Fall haben wir zum Beispiel da ein SCSS-File. Und wenn wir da etwas ändern, haben wir eine Extension. Das ist die Web Compiler Extension für Visual Studio. Das heißt, sobald hier irgendwas geändert wird, speichern, dann sieht man unten Compiling, dann springt diese Extension an und erzeugt ein neues CSS-File. Wir haben das in unserem Fall derzeit mit eingecheckt, ist auch nicht unbedingt notwendig. Und so werden eben die SCSS-Files bearbeitet und sobald die Applikation startet, sehe ich dann eben die neuen Files.
Ist eine Möglichkeit, muss man nicht so machen, funktioniert aber relativ gut. Und es gibt von diesem Webcompiler auch ein Nuget-Package, das man dann mit einbinden kann, um dann quasi diesen Konvertierungsprozess auch mit im, in der Build-Pipeline zu haben. Das heißt, ich muss dann die Files nicht mit einchecken, sondern im MS-Build wird automatisch dieses Nuget-Package, wenn es eingebunden ist, dann eben automatisch diese Files konvertiert. Was dazu notwendig ist, ist nur diese Compiler-Config-JSON, wo man eben sagt, es gibt ein Input-File, ist in unserem Fall dieses SCSS-File und ein Output-File und dann wird es automatisch eben konvertiert und dort abgelegt. Gut, was ich vorher schon ganz kurz hergezeigt habe, man kann natürlich, weil viele in Angular NGRX und generell Reactive programmieren, das kann man natürlich unter .NET auch. Die ganzen Reactive Extensions kommen ja ursprünglich aus .NET und ich habe davor schon diese Page hergezeigt. Die haben wir zum Beispiel die Reactive Extensions im Einsatz. Die vom Prinzip her ist es das gleiche wie in Angular oder in RxJS. Die Begriffe sind zum Teil ein bisschen anders, aber man kann natürlich auch, wenn man möchte, hier mit Reactive programmieren. Und zum Thema NGRX, es gibt bereits auch für Blazor einige ähnliche Libraries, die eben das Redux-Pattern implementieren und die man verwenden kann. Ich habe das hier als Beispiel, wir verwenden hier die Library, die heißt Blazor State, wo man dann auch eben seinen State definieren kann und dann verschiedene Actions, zum Beispiel Increment Counter. Das ist jetzt wirklich nur ein Sample und dann gibt es eben den Increment Counter Action, wo man dann einen neuen Amount setzt und es gibt den Increment Count Handler, wo dann wirklich quasi der State verändert wird und returned wird. Ja, es ist leider zu wenig Zeit, um da mehr in die Tiefe zu gehen, aber grundsätzlich, es gibt bereits auch für Blazor Implementierungen für das Redux-Pattern. Wem das wichtig ist, dann ja, gibt es auch hier Lösungen. Gut, ich würde sagen, nachdem die Zeit knapp ist, werde ich hier aufhören und wir haben Zeit für ein paar Fragen. Gut, Igor, falls du magst, kannst du auch dazu kommen wieder? Ja, ich bin da. Ja. Kann ich vielleicht also nur noch zeigen, also was sagen wir so, also unser Schluss ist oder unser Fazit zumindest für uns. Für die ich werde es teilen. Also so, zurück zu unserer ursprünglichen Frage. Lohnt es dieser Weg oder das, was wir gemacht haben, also generell also von Angular also zu Blazor, was man gleich mal sagen muss, also das, was wir gemacht haben, also eine bestehende Applikation zu nehmen und dann sie auf Blazor zu portieren, macht natürlich also zum Lernen Sinn, aber ansonsten nicht so, don't make this at home. Dafür gibt es gar keinen Grund, also wenn die eine Angular-Anwendung schon da ist. Also das ist nicht, was wir mit diesem Beispiel also erfahren wollten. Also wir wollten mehr oder weniger Blazor testen und schauen, in welchen Anwendungsfällen macht Sinn für uns und unsere Kunden, also Blazor zu verwenden. Und wir haben uns ungefähr also so skizziert. Wir gehen davon aus, also dass .NET also schon bekannt ist und dann je nachdem, also wie groß ist die Erfahrung mit Angular in Teams und viele Angular-Entwickler haben unsere Kunden und was für ein Projekt haben sie zum Beispiel, also im Sinne von Projektgröße und Komplexität, wobei hier muss man sehr vorsichtig sein, was bedeutet Projektgröße, es geht um die Komplexität, also manche Fragen, die gefragt sind, also gehen genau in die Richtung, zum Beispiel, also wenn man Micro-Frontends haben will und so, dann unabhängig davon, wie groß ist das Projekt, also reden wir über zusätzliche Features, die man braucht. Aber das haben wir so mit Projektgröße, Komplexität genannt. Ganz grob haben wir vier dann unterschiedliche Bereiche. Also in einem
haben wir schon wenig Angular-Erfahrung oder überhaupt nicht. Wir sind nur .NET-Entwickler und wir starten jetzt ein Webprojekt, der überschaubar ist. Aus unserer Erfahrung, also in diesen Rahmenbedingungen, würden wir sagen, ja, also Blazor ist reif genug. Umgekehrt, wenn die Angular-Erfahrung schon da ist und wenn man komplexe, also Projekte baut, ist das also aus unserer Seite ein klares Nein. Also so heißt, wir werden beim Angular sicher bleiben. Natürlich, die anderen zwei Bereiche sind deutlich schwieriger. Also wenn die Erfahrung mit Angular schon da ist und man muss jetzt ein einfaches Projekt starten, wozu jetzt Blazor? Hier muss man sich also gut überlegen und einen richtigen Entscheidungsbaum machen, was will man eigentlich erreichen. Vielleicht haben wir nicht genug Angular-Entwickler, wir wollen was Neues probieren. Vielleicht sind wir also doch schneller, also nur ohne Technologiebrüche. In beiden diesen Bereichen auf jeden Fall also muss man andere Kriterien auch also anschauen und nicht nur diese technischen oder so. Und das ist unser Fazit jetzt mit dem jetzigen Stand von Blazor auch. Natürlich, Blazor wird sich weiterentwickeln, Akzeptanz wird sich in der Community also sich ändern. Wir schauen, wie alle sich entwickeln werden, aber zurzeit zumindest also in diesem Bereich und hier gibt es schon immer was zu tun, ist Blazor für uns auf jeden Fall eine Option. Ja. Gut, so, ja, ich würde nur noch offiziell also unseren Sponsoren den Dank sagen. Übrigens, GUIDU ist auch ein Gold-Sponsor und darauf sind wir stolz. Nicht vergessen, Azure Masterclass Series ist kostenlos dieses Jahr und jetzt glaube ich, das war alles von meinerseits. Wir können uns jetzt auf die Fragen fokussieren. Also es gibt schon einige sehr, sehr, sehr gute Fragen. Vielleicht kann ich anfangen oder Bernd, du siehst die Fragen auch. Also die meisten sind also technische Fragen und so genau zu dem, was du im Code gezeigt hast. Vielleicht kannst du also, ich würde vorschlagen, also, dass du genau mit diesen Fragen anfängst, die schon ein bisschen technischer und interessanter sind. Beziehungsweise du hast zur Frage, wie erfolgt die Authentifizierung bzw. Autorisierung in den Blazor-Varianten, beziehungsweise welche Möglichkeiten hätte ich? Ben hat vor kurzem auch einen Blogpost genau zu dem Thema geschrieben. So, ich würde sagen, Ben, bitte. Genau. Ich werde versuchen, die Fragen möglichst schnell zu beantworten, weil der nächste Talk ist ja bereits wieder über Blazor. Das wird vielleicht einige von euch auch interessieren. Kollege Preishuber wird einen Überblick über die Updates geben. Heute ist ja bereits wieder ein Update für Blazor WebAssembly rausgekommen. Gut, aber gehen wir schnell auf die Fragen ein. Eine Frage wurde bereits von jemand anderem beantwortet, wie ich gesehen habe. Wofür steht Blazor? Genau, wenn man in den FAQs nachschaut, dann findet man die Antwort, dass Blazor eben von der Razor-Syntax und von den Blazor Components kommt. Die Antwort steht eh copy-pasted in den Fragenlisten drinnen. Kann dort nachgeschaut werden. Die Frage, ob wir Projekte in statt Angular einsetzen würden, die hat Igor jetzt zum Schluss eigentlich auch schon beantwortet. Kommt eben darauf an, wie umfangreich das Ganze ist. Gut. Erfahrungen auf mobilen Geräten. Ich muss sagen, ich habe die Applikation zwar schon mal gestartet, aber noch nicht ausführlich getestet. Also Erfahrung ist in dem Fall übertrieben. Was man dazu sagen muss, natürlich, wenn man Blazor Server verwendet, man braucht eine ständige offene Verbindung. Es ist natürlich mobil vielleicht nicht ideal. Anders schaut es aus, wenn man jetzt Business-Applikationen, die firmenintern verwendet werden, die vielleicht nicht einmal in der Cloud laufen, sondern sowieso im internen Netzwerk. Dort spielt das Ganze dann weniger eine Rolle. Aber auch in Firmen kann man deutlich besser dafür garantieren, dass man konstante Internetverbindung hat. Gut, welche Authentifizierungsvarianten gibt es? Grundsätzlich kommt es wieder darauf an, ob man jetzt bei Blazor Server oder Blazor WebAssembly unterwegs ist. Bei Blazor Server funktioniert das Ganze gleich wie bei jeder anderen MVC-Applikation oder ASP.NET Core-Applikation im Generellen.
Man kann einfach im Startup seine Middleware definieren. Also in unserem Fall haben wir zum Beispiel hier die, die Cookie Authentication und OpenID Connect. Das heißt, wir authentifizieren uns hier mit OpenID Connect beim Azure AD und das Ganze wird in einem Cookie gespeichert. Ja, das heißt, der Signal A-Client, der läuft, hat dieses Cookie und kann eben dann bei den Requests das mitschicken. Das wäre das Ganze zum Beispiel, wenn man serverseitig läuft, das, da funktioniert es wie gehabt, einfach im Startup konfigurieren. Am Client schaut es natürlich ein bisschen anders aus, weil dort muss man ja den ganzen OpenID Connect Flow zum Beispiel clientseitig durchführen. So, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich meinen Bildschirm nicht geteilt habe. Das wäre vielleicht gut zu machen. So, jetzt sollten wir das sehen. So, jetzt noch einmal, man sieht hier, dass wir eben unsere Middlewares wie gehabt in jedem anderen ASP.NET Core Web-Anwendung definieren können. Authentication, Cookie Middleware und OpenID Connect Middleware, die man eben, oder die Services, die man definiert und die Authentication und Authorization Middlewares wie gehabt üblich in jeder ASP.NET Core Applikation. Anders eben im Blazor WebAssembly. Dort muss der ganze Flow clientseitig ausgeführt werden. Da gibt es jetzt seit kurzem offiziell Support für Token-Based Authentication. Das haben wir da eben auch drinnen. Das heißt, man sieht schon, im Blazor WebAssembly gibt es keine Startup-CS, weil es hier eigentlich nicht wirklich notwendig ist. Und es gibt nur die Program-CS und hier gibt es das Authorization Core. Das muss man sind die Core-Services für grundsätzliche Authentifizierung, die braucht man aber, die sind gleich für Server und WebAssembly. Und dann gibt es zum Beispiel dieses Buckle, dieses Package für MSRL, das ist Microsoft Authentication Library für Active Directory, wo wir dann eben auch unsere Parameter übergeben. Ja, und dann können wir hier ganz normal Token-Based Authentication verwenden. Man muss dazu sagen, das Ganze passiert im Hintergrund über JavaScript. Das heißt, es wird die MSRL-Library, die JavaScript-Library auch geladen. Kann man es ganz kurz noch einmal anschauen. So, Blazor WebAssembly. Wenn wir da noch einmal laden. Also man sieht auch, dass, wenn wir schauen, ob denn der Token abgelaufen ist, passiert auch ein Redirect auf die Login-Seite. In dem Fall jetzt war schon alles da. Aber man sieht, es wird die. Sieht man das da jetzt auch im gebackten? Na, sieht man da jetzt gar nicht, aber wenn man da noch einmal die reinschauen soll in Session Storage, dann sieht man schon von MSRL sind die ganzen Tokens und States und so weiter gespeichert. Das heißt, es wird wirklich die MSRL Library im Hintergrund verwendet und es ist einfach über JavaScript Interop. Greift die, der Blazor Code, .NET Code auf diese MSRL Library zu. Ja, also grundsätzlich gibt es verschiedene Varianten. Wer möchte, kann auch auf unserer Webseite auf guidenew.com meinen Blogpost lesen. Ich habe dort einen Beitrag geschrieben, wie man Blazor WebAssembly mit Cookie Authentication verwendet, weil oft möchte man nicht, dass möchte man nicht den ganzen Overhead mit Token Management im Browser haben. Dann kann man das Ganze auch über Cookies lösen und dann über ein, also wir verwenden der ProxyKit, das wäre der Blogbeitrag, den kann man sich anschauen. Über ProxyKit werden dann einfach die Requests an die API weitergeleitet und man hat eigentlich das ganze Doc-Management basiert dann serverseitig über die üblichen Mechanismen und im Client verwendet man eigentlich nur Cookies. Macht das Ganze ein bisschen einfacher, ist eine alternative Möglichkeit. Gut, was haben wir sonst noch für Fragen? Microfrontends, wie schaut es mit Microfrontends aus? Naja, nachdem der Overhead mit Blazor
WebAssembly doch recht groß ist. Also derzeit sind wir so bei um die 2 Megabyte bei einer kleinen Applikation. Was man mal mindestens laden muss, ist es halt mit Micro-Frontends schwierig. Lazy Loading ist derzeit auch noch nicht drinnen, ist aber auch auf der Liste der geplanten Features. So, wie notifiziert ihr die UI über Änderungen im Model? Das funktioniert in Blazor. Gibt es so, ein Beispiel auf. So, selbst kurz schauen. Also wir haben da verschiedene Varianten. Also wenn wir zum Beispiel diese Blazor State Library verwenden, dann ist es ähnlich wie in Angular. Dann wird das Ganze eben gepusht und da haben wir zum Beispiel die. So, machen wir ein Beispiel. Kurz. Also hier zum Beispiel, das ist jetzt da mit Blazor State verwendet. Das heißt, die ganze Komponente leitet schon von Blazor State Component ab und die triggert automatisch, wenn sich etwas im State ändert, dass die Seite neu gerendert wird. Also das funktioniert durch diese Blazor State Component automatisch. Ansonsten muss man eben also bei Aktionen, die der User ausführt, wie ein Button klicken oder so, wird das Ganze automatisch getriggert. Wenn man sonst wenn man sonst das manuell machen will, dann müsste man das Ganze manuell triggern. Ich überlege gerade irgendwo in dem Beispiel haben wir das auch drinnen. Und zwar hier im Code, da haben wir einfach ein Service. Und da irgendwo wird ein Event registriert. Genau, hier gibt es dieses Something Changed. Das war eben, wie gesagt, in diesem Demo-Projekt von der Namensgebung ja nicht so wichtig. Aber wir haben hier eben quasi, wenn in sich unserem Service etwas ändert, dann triggern wir das State Has Changed. Das ist ein Event-Händler sozusagen von den Blazor Components. Und wenn der getriggert wird, dann wird diese Komponente neu gerendert. Das heißt, man kann es sowohl manuell machen, als auch passiert es automatisch, wenn man jetzt der User auf einen Button klickt oder so aktiv etwas ändert. Gut, dann eine letzte Frage haben wir da noch. Kann man Angular und Blazor Components kombinieren? Technisch gesehen sollte nichts dagegen sprechen, wie vorher schon gesagt. Dadurch, dass eben jetzt der Blazor, also wenn man eine kleine Component baut mit Blazor und die dann im Browser rendern möchte, hat man sehr viel Overhead. Wenn man jetzt da mehrere kleine Micro-Components hat oder Web-Components vielleicht sogar, ist Blazor vielleicht nicht die beste Idee, derzeit zumindest, weil einfach die Größe nicht interessant ist. Also wir sind da nicht wie bei Angular in wenigen 100 Kilobyte, sondern wir bewegen uns da eben noch in mehreren Megabyte Bereich. Es wird da natürlich auch sehr viel daran gearbeitet. Das ganze Thema Tree Shaking ist derzeit passiert schon sehr viel, aber es kann da sicher noch mehr passieren, dass eben wirklich Code, der nicht benötigt wird, entfernt wird, um so eben das Binary schlussendlich möglichst klein zu halten. Gut, das waren alle Fragen, glaube ich, die jetzt gesehen habe. Ich habe nichts vergessen. Code behind, Unit testen. Das war auch ein Thema bei uns. Die Frage hast du nicht gesehen. Ja. Genau, die habe ich nicht gesehen. Ja, vielleicht ist auch hier in deinem Code. Grundsätzlich haben wir derzeit noch keine Unit Tests geschrieben. Das heißt, ich kann da jetzt auch keine Erfahrungen mitteilen. Die Component selbst sind natürlich ganz normale Klassen, also
habe jetzt nicht hergezeigt, aber was passiert, wenn das Ganze kompiliert wird, wird ja wirklich aus diesem HTML und CSS Codefiles schlussendlich ein CS-File, ein C-Sharp-File erzeugt, was eine Klasse ist, wo dann das ganze HTML als Strings mehr oder weniger mit reinkompiliert ist. Das heißt, das Endergebnis ist ja wirklich eine C-Sharp-Klasse, die man dann grundsätzlich normal testen könnte. Aber ich muss sagen, ich habe dazu wirklich noch keine Erfahrung. Ja, der Rest der Business-Logik funktioniert ja gleich. Also Services und so weiter sind ja komplett ident. Einfach testen wie gehabt unter .NET. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, lang genug überzogen. Dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bei Fragen gibt es auch noch den Discord-Channel. Wir haben dort für die Session und ja, wenn ihr weitere Fragen habt, können wir dort weiter diskutieren. Dann vielen Dank und tschüss. Dankeschön. Tschüss.